Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Let's Play. Nach Resident Evil 4 geht's sofort weiter mit dem Resident Evil 2 Remake. Ja, ohne großartiges Intro oder irgendwas bin ich einfach in diesem Menü hier gelandet und wir haben nur diese drei Auswahlmöglichkeiten. Wir können wieder mit unserem altbekannten Leon S. Kennedy starten oder mit Claire Redfield. Und ich würde sagen, als allererstes spielen wir Leon S. Kennedys Kampagne. Nach tagelanger Funkstille von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er ahnt nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen von der Reihenfolge her ganz cool, weil wir jetzt so die Hintergründe von Leon so ein bisschen besser kennenlernen. Nach Resident Evil 4. Wir spielen auf dem ganz normalen Standardmodus. Da ich das Spiel noch nie gespielt habe. Nein, Mann, im Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du, Intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde gerade gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Weglaufen. Ein bisschen anders sieht er aus, unser guter Leon, aber man erkennt's. Komisch. Und damit geht's wohl auch sofort schon los. Ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass das hier auch Third-Person-mäßig genauso ist beim Remake, weil Resident Evil 2 war, glaube ich, noch eine ganz andere Kameraführung und noch nicht so hier in Third-Person. Aber das spielt sich wie Resident Evil 4 hier tatsächlich. Okay, wir sollen die Umgebung erkunden. Gratis Luft. Okay. Hamburger. Der Laden hat offen. Die Tankstelle. Die Übertragung. Was? Was soll denn das jetzt? Wird vorübergehend ausgesetzt. Nein, einfach zurück zum Spiel, bitte. Danke.
Sind die Übertragungen von RE-Net hier gerade scheißegal? Ich will einfach spielen, okay? Alles in Ordnung? Oh Gott, ja, klar. Also, bei dem sieht gar nichts in Ordnung aus. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Hier wird auch wesentlich mehr auf den Horroraspekt gesetzt, scheinbar, habe ich zumindest gehört, als in Resident Evil 4. Wie ich das finden soll, ich weiß es noch nicht. Ja, das hört sich nicht gut an. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Oh Gott! Was zum Teufel? Stopp! Ich schieße! Wie hat er es geschafft, dieses Viech hier so lange auf Trab und gegen die Wand festzuhalten, ne? Das ist vor allem die Frage, die ich mir stelle. Willst du sterben? Ich habe gleich keine Schuss mehr. Bleibst du tot? Okay. Sieht erstmal zumindest danach aus. Wir haben keine Info, kein gar nichts und bei der Karte noch nichts. Das ist unser Inventar. Okay. Werden wir bestimmt langsam dann auch rangeführt werden. Ui, hallo. Das ist auch wieder so typisch, ne? Dass im Hinterzimmer in so einer Tanke oder so einfach solche Fotos hängen. Das ist so typisch. Ein Schlüssel. Kombinieren oder ja, kombinieren können wir den eigentlich mit gar nichts, ne? Ach so, okay, ich musste erstmal sehen, dass es der Schlüssel zum Lagerraum ist. Der Schlüssel zum Lagerraum der Tankstelle. Gott, was soll die scheiß Musik hier die ganze Zeit? Jo. Das kann nicht sein. Das habe ich mir witzigerweise irgendwie schon ein bisschen gedacht. Vielleicht habe ich wirklich keine Schuss mehr, ne? Aus dir dürfen keine Tentakeln rauskommen, wie aus den anderen Viechern hier. Sonst habe ich wirklich ein Problem. Wenn Sie ein Objekt zum Öffnen einer Tür oder Lösen eines Rätsels benutzen möchten, wählen Sie im Inventar benutzen. Ja, danke. Das hatte ich mir gedacht. Okay, es ist sehr wie Resident Evil 4. So, also rein vom Feeling her. Und ich muss schon sagen, dass mir das sehr, sehr gut gefällt. Guten Day. Das ist jetzt ein Problem, ne? Weil der da wird auch zum, ja. Ja, ich muss mal vorbei, Jungs, ne? Ich habe hier keinen Schuss mehr. Ich muss hier jetzt ganz dringend auch los. Nicht schießen! Runter! Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Leon ist aber genau der gleiche. Das ist genau der alte Leon, den wir kennen und mögen. Oh Gott, da reichen meine Kugeln. Da reichen aber definitiv meine Patronen nicht für aus. Los jetzt! Rein da! Festhalten! Was geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Viel Böses kommt auf uns zu. Capcom Presents.
Resident Evil 2. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden Einbedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Lieber nicht. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach, ach du Schande! Ah! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Heilige Scheiße. Er aus dem Intro. Steig aus jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Claire, du hast es doch mit Sicherheit noch rechtzeitig rausgeschafft, nicht wahr? Claire! Claire, alles klar? Oder wohl eher alles Claire? Langsam wird's kritisch hier. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Wo soll ich jetzt hin? Kann ich irgendwas drücken, um den wegzustoßen? Nee. Kein Quicktime-Event oder so. Das reinste Chaos. Erstmal richtig schön in die falsche Richtung rennen. Wir haben nur noch einen einzigen Schuss. Den hebe ich mir mal auf, falls ich wirklich in der Krisenlage stecke. Bringt mir das irgendwas, hier die Umgebung zu erkunden und mal tatsächlich sowas zu machen, wie da in die Gasse reinzulaufen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Da kann jetzt eigentlich nichts sein. Und wenn doch, dann gehe ich ein Riesenrisiko ein. Kann ich springen oder so? Nee, ne? Scheiße, ich kann nicht springen. Die Map funktioniert überhaupt gar nicht hier. Ich habe keine Info. Naja, also dann kann es doch nur noch hier weitergehen, oder? Dann geht's doch hier weiter. Scheiße. Sind alle so. Alle verwandelt. Da ist sie. Die Polizeistation. Raccoon Police Department, schätze ich mal. Den Film habe ich auch gesehen, ist aber schon länger her. An so ein paar Sachen werde ich mich erinnern können, aber nicht an alles. So, lass mich rein. Die Stadt der Toten gibt es auch schon als erstes Achievement, okay. Trotzdem umschauen, ne? Munition, grünes Kraut und so. Immer wichtig. Aber ich schätze mal jetzt noch nicht. Weil wir noch ganz am Anfang sind. Ich weiß noch nicht, wann das Spiel speichert. Ich habe keine Ahnung, wann das Spiel speichert.
Ja, da könnte ich natürlich mich drunter rollen, ne, wenn ich wollen würde. Will ich das auch, ist die Frage. Ist irgendjemand hier? Hier brauchen wir eine Schere mit Sicherheit oder irgendwie sowas, um das Klebeband erstmal durchzuschneiden. Ah, okay, hier können wir Objekte verstauen. Alles klar, das ist die Lagerkiste, ja? Gut. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Ja, lass ihn noch näher an dich rankommen. Sollte den Typ suchen. Sollte ich das? Für mich oder für ihn? Ah, okay, jetzt haben wir auch die Karte. Die Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich gegenwärtige Positionen und Umgebung anzusehen, er zeigt auch interessante Details sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben. Ah, und hier ist auch die Schreibmaschine. Hier ist direkt die Schreibmaschine zum Speichern, wunderbar. Also ist Claire Redfield und Leons Story zwei unterschiedliche, ja? Ich dachte, die spielen so zusammen, aber dann sind es zwei unterschiedliche. Ah, okay, jetzt haben wir auch das erste Mal Erste-Hilfe-Spray gefunden. Okay, jetzt geht's hier richtig los, ja? Jetzt ist Action, sagst du. Na gut. Ich würde mich gern trotzdem hier nochmal genau umschauen und alles mitnehmen, bevor wir dann tatsächlich weiterlaufen. Hier kommt irgendwas rein, was wir auch definitiv noch nicht haben. Ja, hin sollen wir hier, richtig? Ah, okay, gut. Also da geht's auf jeden Fall weiter. Da geht's auf jeden Fall weiter. Da, wo ich gerade schon gesagt habe, wir können uns drunter rollen. Da müssen wir auch, glaube ich, weiter. Hier ist nochmal ein Rätsel mit einer Löwenstatue. Wo wir die Kombination noch nicht kennen. Dann laufe ich nur noch mal hier oben lang. Hier geht es auch theoretisch weiter, ne? Ja, okay. Also den Lagerraumschlüssel können wir natürlich nicht benutzen. Würde auch wenig Sinn machen. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich auf der anderen Seite hier oben ist jetzt auch nichts weiter als vielleicht noch eine Tür, wo man lang gehen kann, wenn man den Schlüssel hat. Dementsprechend... Hier gab es noch eine Tür, aber ist mit Sicherheit auch verschlossen, ne? Ja. Gehen wir mal da weiter, wo wir weitergehen sollen. Keine Musik, kein gar nichts. Ganz düster hier irgendwie. Gefällt mir nicht. Wir sind auch ganz alleine schon wieder. Und das bisschen Pistol-Muni, was wir jetzt gefunden haben, reicht nicht aus, um hier gescheit durchzukommen. Hier kann ich auch wieder nichts benutzen, ne? Ich will schon jetzt nicht mehr. Du schaffst das. Wir schaffen das. Können wir das schaffen? Yo. Schaffen wir. Also, können wir in den Presseraum schon reingehen? In der Theorie? Können wir. Aber sollten wir das auch, weil da... Das ist ein Gegner. Der ist nicht tot. Oder? Doch, ist er und er hat Pistol-Muni für mich. Ah, der steht doch wieder auf, oder?
Der steht doch wieder auf. Komm, erzähl mir doch nichts. Erzähl mir doch nichts. Der steht doch wieder auf. Das kleine Luder. Ah. Ich bleib an dir dran, mein Lieber. Ich rechne hier auch mit Jumpscares dann, wenn das Spiel eher so auf Horror angelegt ist als der vierte Teil. Okay, auch jetzt hier mit Licht ist hier aber, glaube ich, nichts weiter, oder? Wie gesagt, eigentlich müssten auf der Karte hier Objekte angezeigt werden. Die wir gefunden, aber noch nicht aufgesammelt haben. Das ist hier bis jetzt noch nicht passiert. Oder das ist jetzt hier wieder so ein Ding, auf dem Hinweg passiert noch nichts. Auf dem Hinweg kommen noch keine Gegner, aber auf dem Rückweg dann dafür. Könnte ich mir gut vorstellen. Sollen wir einfach mal aufs Damenklo gehen, Leute? Wir gehen einfach mal aufs Damenklo, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine gute Idee ist. Doch. Also hier hinzugehen war es auf jeden Fall schon gut. Ey, wir haben aber ein verdammt kleines Inventar, kann das sein? 8 Plätze nur? Und jedes Erste-Hilfe-Spray verbraucht auch einen davon? Heilende Objekte. Wenn sie Schaden nehmen, wechselt ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn sie in Gefahr sind, sollten sie sich schnell mit einem Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Das kennt man. So, aber hier ist eine Falle, oder? Okay, hier überläuft das Klo. Belassen wir es einfach mal dabei. Oh Gott. Aufwachen! Schnell! Aufwachen! Mach die verdammte Tür auf! Ich hol sie raus! Ich habe mich da noch nicht hundertprozentig genau umgeguckt eigentlich. Wollte ich da noch, aber... Hilfe! Bitte! Hilfe! Ich hab's. Jetzt die andere Hand. Ja, der überlebt das nicht. Oh Mann. Ja, das wird schon. Das wird schon, okay. Wir verarzten dich. Notizbuch eines Polizisten. Ja, dass ich so eine kleine Karte gezeichnet oder was? Aber richtig schlecht eigentlich gezeichnet. Oh. Oh, hier sind die... Ah. Hier ist die Kombination... Boah, also... aber eigentlich doch gar nicht so schlecht gezeichnet. Also wesentlich besser, als ich es zeichnen könnte. Hier ist die Kombination für den Löwen. Da gehen wir mit Sicherheit nicht rein, ne? Ach Gott. Ach Gott. Uah! Hau ab! Hau ab! Ich kann das nicht verhindern, ne? Ich kann das nicht verhindern, wenn die mir zu nahe kommen. Bleib bitte tot jetzt, bitte. Ich hab nicht so mega viel Muni. Bist du tot? Immer noch nicht! Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt? Machen die das immer so? Ah, okay. Weißt du was? Kann ich hier rein theoretisch? Ich weiß es nicht. Das ist auch jetzt nicht von Relevanz. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Scheiße! Die sind überall! Ja. Ich muss hier sowas von weg jetzt. Sowas von weg. Ich habe erst gedacht, ich muss da nochmal irgendwie auf das Ding draufdrücken, aber nee, scheinbar nicht. Pass auf! Verstanden! Wow! Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier.
Ich will die Hand nicht anfassen. Ich möchte lieber allein aufstehen. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Nein, komm trotzdem mit mir. Du brauchst das. Du hast eine Waffe. Das nicht. Stopp. Du wärst hilfreich. Nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Leichter gesagt als getan. Die Viecher halten ja echt viel mehr aus als in Resident Evil 4. Also du musst ja wirklich 10 Headshots geben, gefühlt. Aber wir haben jetzt das Kampfmesser. Damit können wir uns jetzt auch wahrscheinlich im Nahkampf dann wehren, wenn sie uns greifen. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Mit Space bereithalten mit Linksklick schlitzen. Kann zum Kontern verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Alles klar. Drei Medaillons finden, ja, das ist jetzt das nächste Ziel. Aber Leute, ich würde sagen, das genügt erstmal für den ersten Part von Resident Evil 2. In dem Sinne speichern wir hier ab und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also, bis dahin und ciao.